Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und der Kameramann Micha, wieder dabei, wie immer. Trotz Sturm und Regen und alles, was dazugehört. Und das ist nämlich heute unser Thema, eine schnelle Tischdeko, genau in einem Suppenteller gemacht. Und das sind einfach nur Rosen aus dem Discounter, die habe ich heute gekauft. Und dann haben wir Moos, Kräuter und noch ein bisschen dazu. Ein bisschen vorweihnachtlich, ein bisschen herbstlich. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und was wir heute brauchen, das ist die Basis, das sind die Suppenteller. Auch perfekt für Nudeln. Diese Suppenteller haben ein bisschen breiteren Rand, aber da kann man wirklich jeden anderen Suppenteller nehmen für die Idee, die wir nämlich heute haben. Und dann geht es weiter. Ich würde mal sagen, wir fangen hier rechts an. Ich habe hier noch mal richtig schön getrockneten Thymian. Dann habe ich noch mal Zieräpfel, alles, was ich noch so gefunden habe. Hier die Reste von unseren kleinen Seegurken am Band, sage ich einfach mal. Dann habe ich hier noch mal so Ingwer vom letzten Jahr, Tannenzapfen, Zimtstangen habe ich. Hier hinten habe ich noch mal von Oelkers, muss ich mal gucken, von Tiziano. Diese Leuchtkugeln finde ich sehr schön, aber da gucken wir mal, ob die reinpassen. Guckt hier unten in der Videobeschreibung mal, da gibt es auch diese Artikel. Und da findet ihr den Link. Da haben wir nämlich auch dieses Moos. Das brauche ich heute auch. Und was brauche ich noch? Ich habe heute einfach mal im Discounter diese Rosen gefunden. Das waren noch die letzten. Einmal so weiße. Und ja, ich würde mal sagen, so rosé-lachsfarbene Rosen. Dann brauchen wir eine Gartenschere. Eigentlich nicht. Doch, für den Thymian. Ein Messer. Ein bisschen Draht. Und das sind die Reste, die ich noch habe. Es hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es jetzt einen natürlichen Ziegel gibt, wo man die Pflanzen reinstecken kann. Und zwar eine andere Variante, eine natürliche und gute Variante statt dieses Mosi. Das sind jetzt noch Reste, die wir haben und die möchte ich gerne noch aufbrauchen. Und dann habe ich schon mal gegoogelt, werde ich mir definitiv diese anderen Moosziegel, sage ich jetzt einfach mal, natürlichen Ziegel bestellen und damit weiterhin arbeiten. Aber das sind, wie gesagt, diese Reste und die benutze ich noch. Schön eingeweicht, das Mosi, damit es richtig schön feucht ist. Und das lege ich mir jetzt einfach hier in die Suppen, in den Suppenteller rein. Was man machen kann mit diesen von Oasis Fix, diese Pinholder, die kann man sich jetzt hier unten fixieren, super, einfach oben raufstecken. Dann hat man halt und man kann diese ganze Deko-Geschichte auch super transportieren. Da sie aber hier bei uns stehen bleibt, lasse ich das einfach und mache das einfach, lege mir das einfach oben rauf. Dann nehme ich mir die Rosen und da die jetzt noch relativ geschlossen sind und ich für die Deko eigentlich eine größere Blüte haben möchte, nehme ich jetzt ganz, ganz vorsichtig, das war jetzt ein bisschen doll, ganz vorsichtig drückt mir ein bisschen die Blüte nach außen weg. Und jetzt wird es ein bisschen laut. Ich puste da einmal rein und sie öffnet sich doch ein bisschen mehr und das finde ich sehr schön. Das mache ich jetzt mit den anderen Blüten auch. Ich schneide mir jetzt erstmal hier den Kopf oben ab und gehe jetzt hier wieder, wenn die Blüten wenn die außen die Blätter nicht so schön sind, manchmal sind die vertrocknet, kann man die natürlich abmachen. Gehe jetzt ganz vorsichtig hier einmal mit dem Finger rein und puste wieder rein. Und guck mal, sieht doch schön aus, oder? Ja. Überall ein bisschen reingepustet. Genau. Und jetzt nehme ich das Messer
und schneide mir die richtig schön schräg an und ja, cutte mir den Stiel und am besten ist natürlich so kurz wie möglich, umso besser ist es für die Haltbarkeit. Und das mache ich jetzt mit allen Blüten und stecke mir das noch ein bisschen lang und stecke mir das jetzt hier in das Steckmusi rein. Ich habe mir jetzt hier an den Seiten noch mal ein bisschen abgeschnitten und das praktisch ein bisschen erweitert, damit wir doch noch ein bisschen mehr Platz haben, um das zu stecken. Hier haben wir ja doch ein paar mehr Rosen, kann ich glaube ich noch ein bisschen abschneiden. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen wackelig, weil ich hier keinen Pinhole daran gemacht habe. Aber ja, das geht. Jetzt die Blüten überall reingesteckt und es ist mit einem Strauß wirklich, glaube ich, komplett reicht das von den Blüten her. Und ich nehme jetzt das Moos und werde das jetzt hier ganz vorsichtig überall ein bisschen auslegen. Ganz natürlich an den Seiten. Guck mal, und so schnell gemacht, wenn man Besuch kriegt, hat man eine wunderbare Tischdeko. Einmal komplett gefüllt, hier ein bisschen in die Zwischenräume reingelegt. Und jetzt kann man natürlich nehmen, was man möchte. Wenn man Efeu hat oder ja, egal welche Kräuter, das ist ja eigentlich wurscht. Aber ich finde diesen Thymian, nur meine Gartenschere, die ist jetzt nicht mehr so schön. Den nehme ich mir und schneide mir den etwas ab und gucke jetzt von der Höhe. Ich glaube, ein bisschen kann noch ab. Und werde mir den jetzt hier in die Zwischenräume reinstecken. Das ist natürlich praktisch, weil er so gut eingetrocknet ist und die Stiele eine gute Stabilität haben. Man kann da ohne weiteres jetzt super hier in das Steckmoos reinpieksen. Und ich werde das jetzt hier überall ein bisschen auffüllen. The days are far are growing old. When I see die kleinen, ich sage jetzt einfach mal Seegurken, die wollte ich normalerweise mit Band hier reinlegen. Obwohl so zwei Stücke könnte man ruhig mit Band. Das finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Also wenn man einen größeren Teller hat, ist es wunderbar, wenn man die mit dem Band so reinlegt. Also der Teller ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner und deswegen schneide ich mir die jetzt einfach einzeln ab. Dann kann man die hier wirklich besser mit eindekorieren. Ich habe mir jetzt ein bisschen Ingwer genommen, grüne Äpfel und hier schneide ich mir jetzt auch noch ein paar. Und die werde ich jetzt, ich habe noch mal eben die Halskleber angemacht, die habe ich total vergessen. Und klebe mir jetzt hier, so wie hier zum Beispiel, ein Apfel und klebe mir die hier schon mal so mit an. Und jetzt kann man die wunderbar verteilen überall, wo man die gerne haben möchte. Und ich finde, dieses Grün passt total schön mit diesem Pink-Lachsfarben. Dir gefällt die Farbe auch ganz gut, Micha, oder? Ja, mag ich auch sehr gern. So frisch, ne? Ja. So, wenn man kleine Äpfel hat, kann man die natürlich noch wunderbar hiermit eindekorieren. Was natürlich schön ist, wenn man hier einen breiteren Rand hat, so wie hier, kann man den Apfel einfach hier nochmal so an den Rand mit reinkleben. Das heißt, man kann jetzt noch ein bisschen nach außen weggehen. Das ist natürlich für die Deko perfekt. Und jetzt nehmen wir die und fixieren uns die auch hier nochmal überall mit rein. Ich finde, der ist richtig schön gefüllt und das ist natürlich auch total schön jetzt hier mit dem Ingwer, weil der jetzt auch nochmal gerade mit diesem Grün und diesem Rosé-Glacks nochmal so natürliche Helligkeit mit reinbringt und dann auch noch mit den Thymian. Also mir gefällt die Kombi sehr gut, aber wie gesagt, man kann alles nehmen, was man hat und es ist natürlich perfekt, wenn die Blüten ausgeblüht sind, kann man die super rausziehen und wieder nachfüllen. Man kann auch Beeren bzw. Äste reinmachen mit Beeren. Alles, was man mag. Schön gefüllt wie so ein bunter Teller. Ja. Ne? Was haben wir da alles? Kleine Zieräpfelchen, Rosen, Kräuter, Moos, Ingwer. Also wirklich total schön. Und da kann wirklich jeder sich so austoben, wie er gerne möchte. Alles reinmachen. Da braucht man noch nicht mehr Blüten. Wie gesagt, einfach nur Beeren, Äste, Efeu. Also alles, was es gibt.
Man braucht einfach nur einen Suppenteller. Genau, und da wir ja nun diesen Übergang haben, Herbst und Winter, mache ich jetzt schnell noch mit den weißen Rosen einen etwas winterlichen. Die sind noch mehr geschlossen von der Blüte her. Ich versuche einfach mal, ob ich die gleich noch ein bisschen aufkriege. Und ich schneide mir jetzt auch wieder die Stiele und die Blätter alle komplett ab, kürze mir die richtig schön und versuche gleich hier die Blüte noch ein bisschen aufzukriegen. Also eben waren die komplett geschlossen und jetzt haben wir die doch noch hier so ein bisschen öffnen können. Damit finde ich ganz schön, so war sie vorher. So, und das mache ich mit den restlichen Blüten auch noch mal eben. Mit den weißen Rosen habe ich jetzt nicht so die Fülle bekommen wie mit dem anderen Strauß. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier auch einfach nochmal die Reste an der Seite vom Steckmoos reingelegt und einfach die Rosen jetzt so reingesteckt. Und werde jetzt wieder das Moos nehmen und die Zwischenräume auffüllen. Leaves are turning yellow. The air is getting cold. Und auch hier haben wir den Thymian drinne und jetzt nehme ich unsere wundervollen Zapfen und ich finde, das ist total schön mit dem Weiß. Die habe ich leider nicht aufgekriegt, aber die werden dann noch aufgehen. So, und jetzt kommen erstmal hier die Zapfen rein. My mind is feeling mellow. Ich habe auch noch ein paar Zypressenzapfen gefunden. Ich finde, die passen auch sehr, sehr schön dazu. Und ja, jetzt kommen dann noch mal ein paar dazu. Zwei Zimtstangen, bisschen Bindedraht, beziehungsweise hier ist es in diesem Falle Schmuckdraht. Und genau, gehe hier jetzt ein paar Mal rum, schneide mir das ab, verzwirbel mir das, Heißklebe und jetzt kann man das hier wunderbar an die Seite rankleben und obendrauf ein Heißklebepunkt und Ingwer und der letzte obendrauf und ich würde sagen, das reicht und hier haben wir schon mal eine weihnachtliche bzw. Winterdeko für den Tisch. Und das war unser Thema heute, die Tischdeko. Genau, hier einmal mit Zapfen und Moos und Zimtstangen und natürlich auch ein bisschen Ingwer. Alleine natürlich, das, was man hat, soll man nehmen. So, und das hatten wir und das haben wir heute verbraucht. Genau, einmal diese Variante und diese Variante. Und ihr Lieben, wenn euch dieses Thema heute inspiriert hat, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Folgt uns auf Instagram oder auch gerne auf Facebook. Da kommen auch immer kleine Highlight-Stories. Ja, und es ist immer wieder was los da. Auch ein paar Bilder, immer wieder neu. Laura ist da auch immer ganz doll dabei und macht das immer wunderschön. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. Die Tage, es geht in die Weihnachtszeit. Ich freue mich. Und wer noch? Micha freut sich, ganz doll. Ganz genau. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss. Tschüss.